Hallihallo, ich möchte euch heute das erste Update zu meiner Wälzer-Challenge geben. Und ja, es war ja der erste Monat der Challenge und ich hatte mir nicht viel vorgenommen, was das angeht. Ich wollte ja nur City of Ashes lesen. Habe ich auch getan. Ja, ich habe es durch. Und wenn ihr euch das mal anguckt, wie viele Klebchen hier drin stecken, ja, jedes Klebchen ist für einen Tag, an dem ich an diesem Buch gelesen habe. Es sind letztendlich 12 Tage gewesen. Nein, gar nicht wahr. Doch, 12 Tage. Oh Gott, ich habe so lange gebraucht für dieses Buch. Es lag nicht an dem Buch. Klar, es hatte viele Seiten und so, aber ich hatte viel weniger Zeit als eigentlich geplant und als ich eigentlich dachte. Und ich hatte das Buch ja extra auf die Mitte des Monats gelegt für mich, weil ich dachte, okay, da hast du mehr Zeit. Aber ich glaube, hätte ich es am Anfang des Monats gelesen, wäre ich doch schneller durch gewesen als jetzt so. Ja, habe mich also ein bisschen verschätzt und dementsprechend lange gebraucht, weil ich an manchen Tagen wirklich nur so 10 Seiten gelesen habe. Ich habe eigentlich sogar mehr als 12 Tage gebraucht, weil ich an 2 oder 3 Tagen gar nicht gelesen habe. Und ja, ihr könnt euch schon vorstellen, wie in etwa dann mein Monatsrückblick aussieht, weil ich ja die Hälfte des Monats an dem Buch festgehangen habe. Aber ich muss sagen, es hat sich wirklich gelohnt. Mir hat dieses Buch sehr gut gefallen. Ich fand es noch besser als Teil 1 und es war wirklich sehr spannend und ich bin sehr, sehr neugierig auf Teil 3. Der steht ja auch schon in meinem Regal. Hat aber nochmal 200 Seiten mehr und deswegen bleibt er auch erstmal eine Weile noch im Regal, weil, ne? Und ja, ich weiß noch nicht genau, wann ich ihn lesen werde. Ich denke aber noch dieses Jahr. Ich habe da schon so ein bisschen was im Ausblick, wann ich es ungefähr lesen könnte, weil ich weiß, da habe ich viel Zeit. Oder weil ich denke, da habe ich viel Zeit. Dachte ich jetzt ja auch. Ja, 4 Sterne habe ich gegeben an City of Ashes und ja, es hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Dann haben sich aber trotzdem noch weitere Dinge ergeben, was die Challenge angeht. Und zwar habe ich 2 Bücher für den Juni schon ausgewählt. Und zwar werde ich die mit Abonnenten zusammenlesen. Zum einen werde ich jetzt am 2. Juni, also am Montag in der ersten Juniwoche, werde ich mit The Bone Season, die Träumerin, wollte ich sagen, die Träumerin anfangen. Und zwar werde ich das mit Clary Morgenstern zusammenlesen. Und ja, mal gucken. Ich bin sehr, sehr neugierig darauf. Eine andere Abonnentin hatte mir geschrieben, dass ich vielleicht zu hohe Erwartungen habe, was das Buch angeht, weil sie es halt nicht so überragend fand. Und naja, ich habe bisher halt nur Positives gehört, aber ich lasse mich jetzt einfach mal überraschen. Ihr werdet auf jeden Fall meine Meinung hören. Es gab hier auch einen Rätselwunsch. Ich habe hier so einen Klebezettel drin, wo das draufsteht. Deshalb weiß ich das noch. Und wird es halt also zur Mitte des Monats hin auch auf jeden Fall die Rezension geben. Das ist also der Wälzer 1 für den Juni. Und ein weiterer Wälzer im Juni, der gelesen wird, ist Geboren um Mitternacht, der erste Teil der Shadow Falls Camp-Reihe. Und das werde ich lesen mit Sophia von Sophia's Book Planet. Ich verlinke euch mal ihren Blog so, ne, dass ihr euch den vielleicht auch mal angucken könnt. Und ja, da bin ich auch schon sehr, sehr neugierig drauf, weil die Reihe ja wirklich toll sein soll. Ich glaube, die ist mittlerweile auch abgeschlossen. Ich weiß das gerade nicht genau. Aber ich glaube schon, und die hat auch so 5 Teile, 6 Teile. Ich weiß es nicht genau, aber ich bin halt sehr neugierig schon drauf. Und die werde ich, den Teil werde ich eher zur Mitte hin, also entweder in der 2. oder 3. Juniwoche lesen. Das wussten wir noch nicht genau, aber wir werden ihn auf jeden Fall lesen. Ja, das bin ich sehr gespannt, auch wie das so läuft mit dem gemeinsamen Lesen. Das habe ich so noch nicht gemacht. Aber ich denke mal, das wird Spaß machen, wird ganz interessant. Und ich finde, das ist nochmal so ein gewisser Ansporn, wenn man weiß, da ist jemand, der liest das auch gerade und der ist vielleicht schon weiter. Und dann will man natürlich auch so, ne? Ja, das war es also erstmal zu dem Update. Ihr seht, der Start ist eher holprig, aber ich hege große Hoffnungen, was jetzt den Juni und den Juli angeht. Und denke, dass ich da schon noch was verschaffen werde. Und ja, ich werde dann im Juni natürlich wieder berichten. Und ja, das war's dann erstmal von mir. Tschüss!